Morgen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich in den Räumen des Comic-Museums Erlangen zu der Ausstellung zu den Känguru-Comics. Das passt sehr, sehr schön und da freue ich mich sehr, sehr drüber, A, dass es hier ein Museum geben wird und B, freue ich mich natürlich auch sehr, dass die Kängurus hier ausgestellt werden, die Känguru-Comics, die, glaube ich, vielen Menschen gerade einen großen Spaß bereiten. Die Ausstellung wird am Montag auch weiter wandern ins Erika-Fuchs-Haus und wird dort ausgestellt und geht die Ausstellung bis zum 9. November. Sie dürfen mich auf solche Daten nicht ganz festnageln, ich improvisiere etwas, ich bin eingesprungen und ich werde auch Herrn Oskam fragen, wer uns alles hier unterstützt, damit ich da auch nichts Falsches erzähle. Deswegen, Nils, wem haben wir alles zu danken, wer ist hier alles dabei? Ja, also die Ausstellung eröffnet am Freitag und Markus Stickel vom Theater Hof wird aus den Känguru-Chroniken lesen. Ich werde dazu das Känguru als Live-Graffiti zeichnen und unterstützt und gefördert wurde das alles auch von Demokratie Leben in der Mitte Europas, die auch die ganzen politische Bildung im Landkreis fördern und unterstützen. Das ist wunderbar. Ich freue mich sehr, dass es so viele Förderer und Unterstützer für Comics gibt. Mögen sie viel, viel mehr werden in Zukunft. Aber nun zurück zu unserem eigentlichen Thema, die Känguru-Comics. Wir haben heute den Zeichner Bernd Kissel hier, gestern Abend, ich weiß nicht, wer vielleicht da war, bei der sehr, sehr schönen Veranstaltung mit Marc-Uwe Kling und Bernd Kissel, wo es dann auch ein Live-Zeichnen gibt mit ein bisschen Comedy-Elementen. Und Bernd zeichnet das Känguru ja täglich für Zeit Online, wenn nicht gerade Sommerpause ist, wie jetzt gerade. Aber ehrlich gesagt, so einen täglichen Skript zu zeichnen, muss ich Ihnen ganz, ganz ehrlich gestehen, da braucht man auch mal eine Sommerpause. Man könnte vielleicht sogar noch eine Winterpause einbauen, auch wenn das die Fans vielleicht nicht gutieren, aber für den Zeichner ist es, glaube ich, besser. Und ich glaube, die Frage, die alle immer am meisten bewegt, Bernd, ist natürlich das Känguru und die Comics. Wie sind die zwei eigentlich zusammengekommen? Ja, wie kamen die zusammen? Eine Fügung, würde ich sagen, eine glückliche Fügung. Ich durfte ja beim Carlsen Verlag, wo ja der Sammelband jetzt auch erschienen ist, schon diverse Projekte machen, Graphic Novels, und dann hat ein, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Mitarbeiter von dir, Klaus Schikowski, mir vorgeschlagen, an so einem Pitch-Wettbewerb quasi mitzumachen, dem Känguru ein Gesicht zu verleihen. Und da ich die Chroniken ja auch kannte, habe ich mir dann eine Geschichte ausgesucht, das mal adaptiert, so wie ich es machen würde, und dann weggeschickt. Und dann, das war im April 2020, also mitten im ersten Lockdown, wenn ich mich richtig erinnere, hatte man ja viel Zeit und dann nichts mehr gehört über Monate. Im Sommer durfte man ja wieder wegfahren, dann waren wir in der Bretagne und es reichte nämlich eine E-Mail von Marc-Uwe Kling. Ja, und dann ging alles eigentlich ziemlich getaktet weiter, weil wir haben dann eine Stunde später telefoniert, eine Dreiviertelstunde lang, und haben eigentlich alles festgezurrt. Und zwar, dass wir auch die klassische Stripform wählen mit neuem Material. Das war ja von Anfang an nicht klar. Wir haben ja gedacht, vielleicht gibt es einfach die Möglichkeit, alte Texte, die es schon gibt und die es schon in Buchform und Hörbuchform gibt, einfach zu illustrieren. Und er meinte, nein, es wäre jetzt der Moment, weil er selber ja auch großer Strip-Fan ist, Calvin und Hobbes, Peanuts und so weiter, die Klassiker quasi, dass er das gerne übertragen würde in sein Universum. Und dann hat sich diese Strip-Form halt angeboten. So, dann brauchte man nur noch einen Verteiler quasi. Und nach ein paar Versuchen sind wir dann bei der Zeit gelandet, die uns tatsächlich mit offenen Armen da empfangen haben. Also vor allen Dingen wahrscheinlich den Vorschuss, den Bonus von Marc-Uwe Kling als Name und das, was er bis jetzt geschaffen hat. Und dann ging es los, schon im November, mit einem Spezialstrip, der auch hier hängt. Der ist dann quasi zur Trump-Abwahl gemacht worden. Und zwar einfach so, kommentarlos, ohne Ankündigung, einfach nur mal als Testballon, und es kam gut an, und es war, wie gesagt, im November, und am 1. Dezember gleich in der Jahr ging es dann halt mit der regulären täglichen Reihe los, fünfmal die Woche schwarz-weiß, einmal am Wochenende, die sind ja auch ein paar ausgestellt, in Farbe und mit mehr Panels, ja. Klar, und dann lief das Ganze los. Es wurde zuerst gesagt, wir machen es mal einen Monat, probieren, wie die Reaktion der Leute ist. Die war tatsächlich überwältigend gut, so wurde mir mitgeteilt. Und dann ging das einfach seinen Lauf und einfach weiter. Und Marc-Uwe ist da total motiviert, engagiert und hat ja auch diverse andere Projekte parallel.
Und unter anderem hat er jetzt gerade einen Film abgedreht, wo er das Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat, Schnitt gemacht hat und so weiter. Und der kommt jetzt im August ins Kino und nebenbei hat er noch Comics geschrieben und immer auch ein Ohr für mich gehabt, wenn ich mal eine Frage hatte, wie soll ich denn das darstellen oder ähnliches. Und von daher, um auf die Frage zurückzukommen, wie es losgegangen ist, nämlich genauso durch die Initiative von Carlsen, wo wir dann zu guter Letzt ja auch glücklicherweise mit dem Sammelband gelandet sind, wo ich auch immer noch sehr froh drüber bin. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, auch ich war ja dann im Urlaub, ich hatte Bernd vorgeschlagen und dann habe ich ganz lange nichts mehr gehört. Und dann auch ich war im Urlaub und dann erreichte mich nach dem Urlaub plötzlich ein Anruf, ja, wir haben uns jetzt übrigens zusammengebracht und klar, wir machen das jetzt, einen täglichen Stream. Und ich so, okay, Respekt, dann machen wir das so. Und dann durften wir ja dann später das ganze Jahr auch sammeln im Buch von Carlsen Comics und freuen uns darüber sehr. Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst jetzt, er schreibt die Sachen. Ist es nicht eher so, dass er dich anruft und sagt, Bernd, Glubschis, Bernd, mach mal. Ja, genau. Also vor allen Dingen bei politisch aktuellen Themen. Also da ist es so, wenn ich dann morgens mit dem Hund Gassi gehe, kriege ich noch um 9 Uhr einen Anruf. Hey, ich habe gelesen, da ist Folgendes passiert. Keine Ahnung, Olaf Scholz hat den Koalitionsvertrag vorgestellt. Das war so ein Thema. Und dann haben wir alles umgeschmissen oder auch die letzte Reihe jetzt vor der Sommerpause mit Scholz und Putin telefonieren miteinander. Was findet da eigentlich statt? Über was reden die eigentlich? Es war auch eine ganz spontane Sache, die wir sonntags entschieden haben, dann spontan in die Woche zu gehen. Also da gibt es schon sehr viel Unvorbereitetes und Puffer, müsste ich im Duden nachschauen, was das heißt, weil den gibt es zurzeit nicht. Aber das ist jetzt auch ein neues Ziel, quasi einen herzustellen. Weil auch die Sachen, die schon auf Halde liegen, von ihm geschrieben, die sind trotzdem noch nicht gezeichnet. Und das Zeichnen ist halt, man kann es mit Übungen und Routine vielleicht etwas beschleunigen, aber es bleibt immer noch ein Batzen Arbeit. Der Stich geht ja nicht schneller quasi. Ja. Und der Stil, den ich mir quasi unbewusst oder unterbewusst ausgedrückt habe, dieser eher franco-belgisch angehauchte, ist ja nicht der klassische Strip-Stil, der ja auch deshalb schon reduziert ist, damit man ihn schneller aufs Papier bringen kann, das ist der nicht. Aber trotzdem, das ist der, der mir am nächsten liegt und der mir auch am meisten Spaß macht. Und das ist halt das Ei, was ich mir selbst ins Nest gelegt habe. Aber so ist es. Der ruft manchmal an und dann machen wir spontan was. Ansonsten kriege ich die Scripts geschickt und arbeite die dann ab mit sehr viel Freiheit. Das ist schön. Das ist natürlich, wie du gerade erklärst, Fluch und Segen zugleich, dieser tägliche Strip. Man kann sich das vielleicht auch ein bisschen vorstellen, dass man dann da natürlich sitzt und ständig jeden Tag eine Deadline im Nacken hat. Das ist schon nicht ganz ohne. Ich will Sie alle nicht zu lange stressen, weil es ist wirklich super warm hier drin. Ich würde gerne noch eine dritte Frage stellen und jetzt bin ich ganz, ganz keck und sage, ich würde gerne eine dritte Frage aus dem Publikum stellen lassen. Und deswegen gucke ich mal kurz rum, wer will aufzeigen, wer hat eine Frage an den Bernd, die er mal kurz formulieren möchte. Ich hätte noch eine dritte, aber da hinten. Ja, also ja. Wir waren ja gestern bei der Vorstellung und die Bilder, die du gestern da gemalt hast, kommen die dann eventuell auch zur Zeit online, wenn die dann da präsentiert oder... Ja. Ist dann, irgendwo in der Schublade. Also für die nicht da waren, gestern gab es eine Live-Show mit Martin Kling und mir und wir haben die Strips halt vorgelesen, also er. Ich hatte ja auch Text, ich komme ja in den Comics selber vor. Von daher habe ich mir einen Text dann selbst gelesen, der aber auf 2-3 Sprechblasen beschränkt ist. Wir haben live mit dem Publikum zusammen einen Strip erarbeitet und das haben wir auch schon mal im März, glaube ich, auf der Lit Cologne gemacht. Und die beiden Strips, die damals entstanden sind, die haben wir tatsächlich auch in die reguläre Serie eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht einer davon dabei ist. Känguru mit Tütü. Känguru mit Tütü, genau. Das war ein Einwurf aus dem Publikum, bitte ein Känguru, das Ballett tanzt mit Tütü. Und das andere war, ich habe den Wunsch geäußert, bitte keine Pferde. Und dann kam natürlich ganz spontan die Ansage, bitte ein Zebra zeichnen, was ja komplett anders ist als ein Pferd. Und dann haben wir den erarbeitet mit dem Publikum und in der Pause nochmal eine Pointe überlegt, also mehr Marube, und dann haben wir den reingebracht. Deswegen, die Chancen stehen gut, dass wir den von gestern, eventuell die beiden, also wir hatten ja am Schluss nochmal einen angefangen, in einer abgewandelten Form, dass die dann erscheinen in der regulären Serie. Aber es
mit Markus Söder, das war halt schon richtig eckig und wir stehen halt vor dem, ja, was ja, der ausschlaggebende genau. Punkt war. Genau. Also das fand ich eigentlich schon sehr witzig. Ja, also jetzt muss man halt dazu sagen, ich habe ein Foto gekriegt, wo halt Markus Söder vor genau diesem Comic steht. Das war der erste Sunday, also die erste Farbversion, die damals erschienen ist. Und es geht darum, dass man Politiker sieht und sich denkt, das könnte ich ja besser. Ja, also heißt auch das Buch, also ich könnte das besser. Und Markus Söder stand davor und sieht Angela Merkel und die Pointe dieses Dings, also ich könnte das besser. Das fand ich ein sehr aufgeladenes, lustiges Film. Der Strip jeden Tag in Schwarz-Weiß und am Wochenende in Farbe lebt sehr, sehr stark davon, dass ihr auch den Alltag kommentiert. Damit hat das Känguru auch ein bisschen eine andere Funktion bekommen und eine andere Funktion übernommen. Während es früher immer in diesen Geschichten irgendwie witzige Geschichten waren, ist es jetzt so, dass es ganz, ganz oft ein Kommentar auf den Alltag ist. Oder beziehungsweise auf die Dinge, die uns umgeben. Ja. Ist das für dich? Macht das großen Spaß? Findest du es manchmal auch als Herausforderung? Weil alles, was uns umgibt, ist natürlich nicht alles, was uns umgibt, ist natürlich auch immer schön. Deswegen diese Auseinandersetzung damit ist schon noch anstrengend. Ja. Wie ist das für dich? Absolut und eine super Frage. Denn ich bin ja eher so dieser. Meine anderen Sachen sind ja entweder historische Themen oder Fantasy, abgedrehte Genresachen, die mich auch interessieren. Und so dieser Alltag und Politik spielt ja eigentlich da nicht so eine große Rolle. Und da hier aber alles so auf einer Metaebene ist und es so aktuell ist, dass man es ja gerade erlebt, also Maskenpflicht, 3G, keine Ahnung, alle möglichen Dinge, die in diesem Jahr, in diesem verrückten Jahr 2021 passiert sind, mit denen hat man ja tagtäglich zu tun und die dann aufzugreifen. Und das Känguru, ein sprechendes Känguru ist auch Fantasy, muss man halt auch irgendwo sagen. Das ist tatsächlich für mich, war das, und das hat sich ja auch so übertragen, und das höre ich auch von den Lesern, hat eine therapeutische Wirkung, ja, dass man das, was einen so aufregt, egal in welche Richtung, dass man das über diesen Humor, und Humor ist nun mal ein guter, Blitzableiter, danke, Blitzableiter. Ventil, ja. Vielleicht noch irgendwie. So wirkt es bei mir und auch bei vielen Lesern. Ich glaube, die Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, war gerade reif für so eine Sache, die diese Themen, die uns alle ja weltweit sogar berühren, aufgreift und auf eine humorvolle Art und Weise. Ich meine, ich krieg die Skripte, also die Texte von, und ich lachte erstmal selbst drüber, habe das Privileg, die als Erster zu lesen und dann umsetzen zu dürfen. Aber das hat was Therapeutisches, ja, glaube ich, kann man sagen. Ja. An dem Strip ist das Schöne, dass er tatsächlich von dem Humor von Marc-Uwe Kling lebt, aber er lebt natürlich auch sehr, sehr stark von deinen Zeichnungen und von deiner Dynamik. Du bist derjenige, der das am Ende umsetzt und in den Comic umbricht und ich bin sehr, sehr stolz daran teilhaben zu dürfen an diesem ganzen Projekt und ich finde das ganz, ganz toll für dich und ich finde, du machst eine ganz, ganz fantastische Arbeit und holst sehr, sehr viele Leute ab. Ich sehe das schon immer in den Kommentaren auf Instagram und wo immer ihr das auch postet, dass ihr da einfach einen ganz tollen Job macht und im Moment einen vielleicht einen der besten deutschen Comicstrips zurzeit einfach habt. Umso mehr freue ich mich, dass sowas im Museum ausgestellt wird, sowas muss viel häufiger kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Bernd. Ich wünsche weiterhin viel Glück, Erfolg, Glück, Gesundheit und Ihnen wünsche ich viel Spaß. Was wir gerade bei Danksagen sind, also steht ja auch im Buch, also ohne dich hätte das Känguru und wir hätten nicht zusammengefunden, das ist das eine. Kreisen als zweites, dieses tolle Buch zu malen, aber auch hier, dass die Ausstellung stattfindet, freut mich wirklich arg. Ich sehe sie auch jetzt zum ersten Mal. Ich bin ja gestern erst angekommen und freue mich jetzt, dass sie in Ruhe. Ich meine, ich kenne die Sachen, die trollen bei mir rum. Aber so schön sind die nicht in Szene gesetzt bei mir. Und natürlich auch an das Erika Fuchshaus für diese Chance, in diesem tollen Museum meine Sachen zeigen zu dürfen. Das pinselt mich doch ganz arg. Und ich bin auch gespannt, weil die Ausstellung wird ja nochmal anders. Ja. Und nochmal eine Aufstockung sein. Und da bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Also vielen Dank und viel Spaß und hoffentlich bald kühlere Tage. Thank you.